Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Wir waren gerade noch im Laden von Sid und jetzt geht es los mit dem Gummijet in die erste neue Welt. Schnell am Mogel vorbeispringen. Ha, jetzt haben wir einen Puzzlebaum. Das ist schon praktisch. Ach, die sind jetzt... Die blauen sind schon aktiviert, okay. Boom! Oh, ein paar Taler. Auch schön. Kann man immer gebrauchen. Vor allem am Anfang. Und später auch. Tor zur Welt. So, jetzt kommt das Gummichat-Menü. Bodenstation an Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Mit dem Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Die Kampfstufe, ST-Punkt, gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. So, jetzt kann ich auswählen, ob ich hierher fahre. Da war ein Stern. Achso, das kann man frei bewegen. Cool. Oder hierher. Aber da ein Stern ist und da unten zwei, fliege ich erstmal hier hin. Das heißt fliegen. Mit diesem Gummijet reisen wir von Welt zu Welt. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Deine Reise wird dokumentiert, bis du dein Ziel erreicht hast. Mache die Missionen, die jede Welt zu bieten hat, ausfindig. Der Gummijet wird mit dem linken Stick gesteuert. Neige den linken Stick nach oben, und um nach unten zu fliegen und umgekehrt. Die blaue Leiste zeigt die Energie von zum Beispiel Laser und Fangnetz an. Aber ja, vorsichtig sein, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an. Fällt die Schildenergie auf 0, geht es zurück zur Abflugstelle. Aber dafür haben sie dann wieder genug Energie. So. Ach, da ist Schießen. Wieder nicht aufgepasst. Gerade noch Einweisung gehabt. Baumpunkte sammeln. Nein! Uah. Beim ersten Teil ist das Gummijet-Fliegen noch irgendwie so schwierig. Ich weiß nicht, ob ich mich nur so blöd anstelle, da jedes Mal, aber ich finde das irgendwie beim zweiten Teil deutlich leichter. Beim zweiten Teil muss man eigentlich nicht mehr selber lenken, sondern nur noch schießen. Das ist dann natürlich das Schießen ein bisschen aufwendiger gemacht, aber ja, es ist einfacher. Es ist auf meinem Niveau, sagen wir so. Und da oben sieht man sogar ganz genau die Punkte, wie ich habe. Wow! Wie oft ich mir selber einen Schaden zufüge. Wie oft die mir einen Schaden zufügen. Komm, komm, komm. Ja. Perfekt. Für jedes kriegt man hier einen Gummi anscheinend. Für jedes solches Ding. Und dann kann man mit den ganzen Gummis, kann man seinen Gummijet selber zusammenbauen. Ist auch lustig so. Ist dann so eine Art Lego. Bastelt man sich selber einen Gummijet. Boah. Ist sehr sensibel, diese Steuerung. So leichtes Steuern kann man hier vergessen. Na toll, jetzt habe ich so viel frei. Fliegen irgendwo rein. Das will ich haben, danke. Auf jeden Fall werden wir uns dann den eigenen Gummijet, glaube ich, auch mal ein bisschen bauen. Das ist jetzt nicht komplett, aber ein bisschen personalisieren. Ist schon drin. Ah, da ist schon die erste Welt. Und vielleicht erkennt es ja schon jemand. Ist nicht so eindeutig jetzt zum Sehen. Aber hier, spätestens seit wenn man sieht, Wunderland. Kann man sich schon denken, oder? Ich glaube schon. Spätestens jetzt, wenn man landet, sollte es eigentlich jedem bewusst sein. Wundersame Begegnung, Wonderland. Komische Übersetzung. Der schwebt gemütlich runter. Jetzt nicht mehr. Oh, my third missus! I'm late, I'm late, I'm late! Oh dear, oh dear! I'm here, I should be there! Oh, I'm late, I'm late, I'm late! Oh, the queen shook up my head for sure! So, und jetzt schön. Den Kopf sollte man besser behalten. Ist gesünder. Mal schauen, was es hier im Wunderland alles zu tun gibt. 10.000 Türen.
Gibt schon mal einiges zu tun, immer Türen aufmachen. Das war jetzt gerade ein bisschen eine flache Textur, oder? Obwohl, das sieht immer noch so aus. Okay. Mal drücken. Ah! Tja, ein Geheimgang. Kann ich mit dem reden? Herr Türknauf. How did he get so small? No, you're simply too big. That tracks. Must you be so loud? You woke me up. Good morning. Good night. I need a bit more sleep. Wait, what do we have to do to grow small? Why don't you try the bottle? Over there. Ah, okay, das war Absicht. Dachte mir schon, wieso ist der Tisch so platt? Okay. Dann auf euer Wohl. Sowas möchte ich auch zu Hause haben. Mit dem wird man wieder groß wahrscheinlich, ja. Probier jetzt nicht aus. Oh mein Gott, Herzlose. Oh mein Gott. Komm her. Das sind die Feuerzappler oder so irgendwie heißen die. Boah, wann kriege ich denn hier eigentlich mal die Lebensanzeige? Ich dachte, die kriege ich schon längst. Müsste aber doch bald mal kommen. Hoffentlich. Hätte ich schon gern. Mal hier ein bisschen umschauen. Bevor ich jetzt hier sofort weiterlaufe. Außerdem will man ja ein bisschen leveln. Nebenbei. Denn später werde ich es mir selber dankbar sein, wenn ich jetzt schon ein paar Level mache. Weil später braucht man jede Kraft, die man haben kann. Die man kriegen kann. So. Come on! Und Taler sind auch immer hilfreich. So. Ich bin noch ein bisschen verwirrt mit der Steuerung, merke ich gerade. Ach, der Topf ist auch noch schief. vor allem schief, der ist platt. Platt wie eine Flunder. Das ist ein grünes Triotech. Wir sind bis jetzt nur auf blau getrimmt. Au! Lass mich doch in Ruhe. So, da scheint aber soweit nichts mehr zu sein, dann gehe ich einfach mal, dann kann ich mit dem nochmal reden. Nein, ich glaube, der wird mich nicht hören. Wenn er mich hört, dann ist es ihm egal. Ach, das Herztribunal. I'm on trial? But why? Her Majesty, the Queen of Hearts, presiding. This girl is the culprit. There's no doubt about it. And the reason is... because I say so, that's why... Ah. That is so unfair. Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so... so mean. Silence! You dare defy me? Hey guys, we should help her out. We're outsiders, so wouldn't that be muddling? Einfischen. Oh yeah, and that's against the rules. The court finds the defendant... guilty as charged for the crimes of assault and attempted theft of my heart. Off with her head! No, no! Oh, please! Hold it right there! Who are you? How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh. It's the Heartland. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Noch nicht.
Bringt mir Beweise für Alice Unschuld. Sonst heißt es ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet den Bericht, sobald ihr soweit seid. Okay. Beweise sammeln. So, ich weiß noch, wie die Beweise aussehen, aber zuerst will ich trotzdem mal speichern. Ich bleib jetzt mal bei einem Speichern, weil wenn ich hier nur einmal gerade nur ein Spiel am Laufen habe, kann ich sehr schwer überspeichern. Ein interessanter Zeitgenosse. Coole Katze. Wer bist du? Wer wohl? Arme Alice. Bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns. Die Tigerkatze weiß alles, aber sag nicht immer alles. Die Antwort der Schuldige, die Katze, alles liegt im Dunkeln. Warte! Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke. Es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig. Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Können wir ihr trauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Ich muss immer so in Rätseln reden. So, das heißt, hier gibt es 4 Beweise. Das ist schon mal eine Zahl, mit der wir was anfangen können. Ich kann schon mal sagen, dass hier mehr Gegner. Ah, jetzt kann ich mal das Feuer ausprobieren. Das sieht man schon. Warte. Jetzt ist die eben noch fertig. Wenn jetzt einen schieße, dann geht ein blauer Balken unten weg. Und der gelbe Balken, der davor liegt, ist der Aufladebalken. Und wenn der ganz voll gefüllt ist, dann ist wieder ein, kommt wieder ein blauer Balken dazu. Untersuchen. Gib mir Portionen, dann schenke ich dir Größe. Aber keine Portion mehr? Doch. Nein! Blume! Ah! Sieh einer an! Was kann ich da jetzt machen? Ach, warte mal! Im Baumstamm mal reingeschlagen. Kann ich da nicht ein bisschen drehen, die Kamera? Okay. Warum kann man drehen? Ist mir auch neu. Kann ich da irgendwie wieder klein werden? Blume! Hilfe! Nein! Oder muss ich den so lange schlagen, bis der was fallen lässt? Oder komme ich da jetzt vorbei? Nö. Hä? Wie werde ich denn wieder klein? Ich bin hier ein bisschen eingeschränkt mit meiner Größe. How to get small again. Man kann irgendwie nur den Baum anvisieren. Blume, hilf mir! Kann ich aber auch nirgendwo hoch, oder? Durchrollen kann ich hier auch nicht. Ja. Das ist jetzt äußerst interessant, muss ich so sagen. Kann ich dir noch eine Portion geben? Nö. Kann ich dem Baum eine Portion geben? Da oben ist was drauf. Ah, da oben, ja. Okay. Willst mich essen? Hm? Ja, ich bin ja so lecker. Ja, ich will dich essen. Her damit. Kann ich jetzt so den nochmal drehen? Ich glaube, das hat schon den Sinn, dass man ihn drehen kann. Oh, jetzt sind die wieder da. Ah, Kufi ist ein Level aufgestiegen. Sehr gut. So. Ah, ein blaues Drehtück. Und Sprung. Cool, Items. Das hat man auch immer gerne. Und die
die Luftblasen, die füllen übrigens die Magie auf.